Bevor Patrick euch zeigt, wie er sich mal wieder in den örtlichen Supermärkten rumtreibt, wollten wir euch unbedingt darauf hinweisen, dass es jetzt eine Woche lang einen Rabatt von 15% auf jedes liposomale Supplement in unserem Online-Shop gibt. Und das auch für das 5+1 Bundle, in dem ihr eh schon eine Flasche Vitamin C geschenkt bekommt. Dieses Hammerangebot gibt es allerdings nur diese Woche und nur solange der Vorrat reicht. Also los! I'm not even mad. That's amazing. Und außerdem möchten wir uns noch für die letzten Wochen entschuldigen, wo es durch Probleme mit dem Zustand und auch in der Logistik immer wieder zu Lieferverzügen kam. Ab jetzt sollte eigentlich alles normal laufen. Viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen bei Lidl. Und zwar, hier gibt es so schöne Haferflocken, Flakes und solche Sachen. Diese alle ganzen Klamotten, ja. Hier sogar in Bio-Qualität, ja. Was ich was. Hier Nüsse, dies, das drin. Also overall finde ich dieses Lebensmittel sehr nahrhaft, ja, definitiv, aber nicht gut geeignet, weil danach, wenn du das zum Frühstück isst, hast du einen Stein im Magen, ja, ganz klar, das wirst du auch merken, ja. Lieber auf gekeimte Saaten zurückgreifen, ja. Deshalb von mir eigentlich keine Empfehlung, solche Flocken oder sowas halt zu essen in dem Maße. Gerade gibt es immer sehr ungünstige Kombinationen halt eben, mit Nüssen und noch Früchten dazu, sehen wir hier, ja. Und noch diese Stärke halt, da haben wir Zucker, Stärke und Nüsse, das geht auf gar keinen Fall. Wenn diese Saaten hier gekeimt wären, haben wir natürlich hier auch schon die Saccharide, ja. Dann geht das natürlich schon viel, viel besser mit den Früchten, ja. Aber so in dem Fall, wo pure Stärke da ist, ja, geht das auf gar keinen Fall, ja. Von daher für mich, diese einfach nur sehen nett aus, denken sich, Früchte sind gesund, aber definitiv nicht. Und diese alle Klamotten, da müssen wir hoffentlich nicht drüber reden, ja. Das gleiche gilt für Haferflocken, wenn, dann würde ich es sehr tief mono halten, ja, aber selbst die auch absoluter Stein im Magen, ja. Das werdet ihr auch merken, auch wenn Hafer somit das nährstoffreichste bzw. ja, das nährstoffreichste und das proteinreichste Lebensmittel ist mit 13,5 von den Getreidesorten. Dabei ganz klar die Nase vorn, ganz dicht mit Amaranth. Aber im Grunde genommen ist das für mich keine gute Alternative hier. Diese werden natürlich auch ultra hoch erhitzt. Diese Flakes sehen wir hier zum Beispiel. Ja, da entstehen natürlich auch solche Sachen wie Acrylamid und solche Sachen, die krebserregend sind, die man aber sehr gut mit Kurkumin zum Beispiel puffern könnte, wenn man das zum Beispiel noch essen möchte. Das hat immer noch genug Süßkraft, dass man dieses Kurkuma nicht unbedingt merkt. Als kleiner Tipp, ein kleiner Tipp, und zwar, wie erkennt man gute Wassermelonen? Die sind keine Bio und keine kernarm. Davon abgesehen, das ist natürlich nicht optimal, wissen wir alle, ja. Die Kerne immer schön mitessen und normal nehmen. Aber wenn ihr die kauft, welche ist jetzt reifer, ja? Die oder die? Ganz einfach. Ihr seht diesen Fleck hier, ja? Wenn der so dunkelgrün oder dunkelgelb ist und hier die Stelle hat, dann liegt diese schon sehr, sehr lange. Seht ihr das? Und dann ist die auch viel, viel reifer, ja? Daran erkennt man das, nicht an Klopfen oder sowas. Kommen wir zu ein paar Süßigkeiten hier. Das ist natürlich Brotaufstrich, Zuckerrübe, also purer Zucker auf jeden Fall, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Honig, denken sich viele in Bioqualität echt super, dabei ein sehr, sehr schlechtes Glucose-Fructose-Verhältnis, ganz, ganz wichtig zu wissen, ja. Viele verteufeln Agavendicksaft, Honig ist nicht viel besser. Ich verstehe, dass da Nährstoffe drin sind und so weiter, aber ihr müsst sehen, das ist nicht ausschlaggebend. Trinkst du einen grünen Saft, dann machst du diese Nährstoffe, die da noch enthalten sind, locker wieder gut, ja. Das ist nicht das Entscheidende, definitiv, ja. Und auch hier diese Konfitüren, auch in Bioqualität, die erste Zutat ist immer Zucker, ja. Von daher an. Tut euch damit keinen Gefallen, dafür ist unser Körper nicht gemacht, ja, für diese hohen Konzentrationen von Zucker einfach und schon gar nicht euren Kindern, ja, überlegt mal, was die Bauchspeicheldrüse da leisten muss, ja, also von solchen Sachen halte ich mich auf jeden Fall fern. Honig, Naturhonig in kleinsten Mengen zum Genussmittel, ganz klar, genauso wie Öl in kleinen Mengen genießen werden kann, aber definitiv nicht als Staple für eine gesunde Ernährung da, definitiv da, lieber grüne Säfte und dann hast du diese Nährstoffe, die da drin enthalten sind, diesen super Honig halt locker noch drin, ne? Oder halt Propolis, das ist das Konzentrat aus Honig, ja. Könnt ihr dann, wenn ihr das sowas nehmen wollt, lieber, ja. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, ja. Wenn ihr schon sowas konsumieren wollt in die Richtung, dann nehmt Reissirup, ja. Der hat ein Glucose-Fructose-Verhältnis optimal, weil er enthält nämlich gar kein Fructose, ja. Nur Glucose, ja. Das kann unser Körper sehr, sehr gut, weil isolierte Fructose ist 2,5-fach süßer als normales. Ja, deswegen ist Honig ja auch so extrem süß und Agavendicksaft, ja. Und das ist natürlich das, was diese ewig langen Studien gibt in Amerika und so weiter, wie schädlich die sind, dieser isolierte Fructose-Sirup, ja. Weil der besser genommen wird als Glucose-Sirup, weil 2,5-fache Süßbarkeit und dafür die isolierte Form davon, ne, nicht die aus Früchten, also wirklich die isolierte ohne Ballaststoffe und so weiter noch, ist unfassbar herzkranzschädigend. Kategorie Fruchtsäfte hier, rein Direktsaft, Bio, ne, nicht mal Bio,
Auf jeden Fall finde ich bloß ein Quatsch, weil die meisten Säfte, die gemacht werden, haben ein sehr schlechtes Glucose-Fructose-Verhältnis auf jeden Fall. Damit fast isolierte Fructose wieder haben wir das gleiche Spiel hier. Viele Leute regen sich auf über die Süßmacher und so weiter in Lebensmittel, aber das ist in dem Sinne sehr, sehr ähnlich. Gerade wenn es erhitzt ist, kauft euch einen Angel Juicer. Wir haben gerade übrigens eine Aktion am Laufen, 10%. Wir schenken die 110 Euro so in dem Sinne, ja. Kannst du finanzieren, 0% über ein Jahr und presst dir mal frischen Apfelsaft, Digga. Ganz andere Hausnummer, ja. Aber selbst darf auch eher gediegen, ja. Ich würde eher dafür empfehlen, wenn du sowas machst, nimm noch Sprossensäfte, grüne, die haben freie Aminosäuren. Das reguliert den Blutzuckerspiegel auf jeden Fall, ja. Damit tust du dir keinen Gefallen, es sei denn, du bist absoluter Hochleistungssportler und brauchst ganz schnell Energie. Dann wird die Fructose auch sofort verwertet, treibt nicht unnötig deine Triglyceride nach oben, ja. Pflanzenmilch, und zwar Alpro leider sehr, sehr schlecht abgeschnitten, viel zu hohe Nickelwerte, ja. Wenn, dann würde ich diese halt wählen, ja, Soja, weil diese hat ultra viel Protein, ja. Sehen wir 3,6. Das heißt, dieser Liter hat 36 Gramm Protein hier, ja. Schmeckt auch relativ annehmbar, wobei Sojamilch finde ich eher nicht ganz optimal, weil für die Frau definitiv sehr gut geeignet, für den Mann eher in Maßen, würde ich eher sagen. Dazu kann ich nochmal ein Video machen, aber in den Mengen, wie es normalerweise konsumiert wird, überhaupt gar kein Problem, ja. Also wir müssen hier schon von literweise, ja, 2 Liter am Tag oder sowas sprechen, ja, dann okay, aber für die Frau natürlich sehr, sehr gut. Blockiert das körpereigene Östrogen. Östrogenspiegel geht nach unten, Krebsrisiko geht nach unten. Habe ich in zig Videos schon alles erklärt, ja. So, jetzt kommen wir zu was sehr, sehr schön. Hier sehen wir Xylit, ja, kann man sich auch kaufen. Gibt Erythrit, davon kriegst du Blähungen. Ja, das ist null wirklich Kalorien, ja klar, weil dein Körper kann es gar nicht aufspalten und deine Darmbakterien nur. Und damit kriegst du so unfassbare Blähungen. Von deinem Erythrit finde ich No-Go, definitiv haben wir auch nicht in unseren Supplements liposomalen, sondern wir haben uns für Xylit entschieden, auch super für die Zähne. Wird auch teuer verkauft als Zahnkristalle, wie auch immer, dies, das kriegst du ganz einfach bei Lidl fertig, ja. Ganz billig, ja, wenn du einen Zahnpasta selbst machen willst. Lass dich da nicht so Marketing reinlegen, ja. Dann finde ich wahnsinnig geil, die haben hier wirklich Bio-Qualität, Walnuss, Cashew und Mandeln, finde ich super geil auf jeden Fall. Ich habe noch nicht probiert, ob sie keimen, aber ich vermute nicht, wahrscheinlich zu hoch erhitzt. Auch die Quinoa gepufft, eher nicht so gut, sehr hoch erhitzt leider für diesen Puffprozess dementsprechend. Dann finde ich das hier gar nicht schlecht, ja. Und zwar so ein Müsli-Zusatz, ja, sehen wir relativ viele Ballaststoffe, viel Eiweiß auf jeden Fall und relativ moderat Carbs halt nur. Das heißt, das ist wirklich fast ein 1:1 Omega-3-Verhältnis, sehen wir hier. Wir sind mit Leinsamen 65, 12 Sonnenblumen. Und dann ein bisschen Kürbiskerne noch, ein bisschen Chia. Das heißt, das sollte auf jeden Fall 1:1 Omega-3 haben. Hätten die ruhig noch mit werben können, finde ich mega geil gemacht. Leider nicht im Bio, ansonsten das Produkt auf jeden Fall gut zu empfehlen. Jetzt, die haben ja auch natives Kokosöl, das heißt kalt gepresst, schon mal ziemlich gut. Wobei das bei Kokosöl eigentlich ziemlich egal ist, weil es gesättigte Fettsäuren hat, die sowieso keine Trans- und Cis-Konfiguration aufweisen. Ja? Von daher ist es auch das beste Öl zum Braten, von daher ist es auch nicht so entscheidend eigentlich, aber damit wird natürlich immer geworben, ja, aber als Chemiker rein technisch gesehen relativ egal. So, Amaranth finde ich mega, von den Nährwerten her auf jeden Fall, ja. Wir sehen hier 14,2 Gramm Eiweiß, fast durch nichts geschlagen, aber geschmacklich leider nicht so geil. Aber in Bio-Qualität finde ich mega, auch Buchweizen haben die in Bio-Qualität, finde ich wirklich mega im Sortiment, ja. Dinkel schmeckt wirklich gut, aber hat am meisten Gluten, sogar noch mehr als Weizen, ja, von daher meide ich definitiv auch Dinkel, ja. Und hier haben wir den berühmten Reissirup, sogar in Bio-Qualität, ja. Wenn ihr diese Sirup wählt, wählt Reissirup. Das ist pure Glucose, das kann der Körper sofort verstoffwechseln, weiß sofort, was damit anzufangen. Fernhalten von der isolierten Fructose, sage ich euch immer wieder, ja. Hier werfen wir noch eine kurze Erklärung zum Thema Zucker ein. Wir sehen nämlich, dass der Reissirup Glucose und Maltose beinhaltet. Maltose ist ein Molekül, ein sogenanntes Disaccharid, welches wiederum aus 2 Glucosemolekülen besteht. Der normale Haushaltszucker besteht aus einem Glucose, aber auch aus einem Fructosemolekül. In einem Lebensmittel, in dem Zucker enthalten ist, ist somit gleichzeitig Fructose enthalten. Jo, also bisher Sortiment überkrass, würde ich sagen. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Bio-Gemüse finde ich richtig geil, schon zusammengeschnitten. Finde ich halt mega. Ja, schauen wir uns die Inhaltsstoffe an. Wir haben hier auch schon 0 Gramm Salz, von daher kann man so eine eigene Soße dazu machen, ja. Finde ich auch schon mal richtig cool. Und ansonsten ist das Ganze wirklich keine Zusätze, gar nichts. Kann man super verwenden, finde ich. Mega Produkt, Bio-Qualität. Asiatische Pfanne, schauen wir mal rein. Wie viel Salz? 1,72.
mal 6, ja, sind wir circa bei über 7 Gramm Salz. Muss man sich im Klaren sein, dass mehr, viel mehr sollte man am Tag aber nicht essen. Leider aber Butter drin, von daher schadet für mich aus. Kaisergemüse dürfte auch null, fast kein Salz haben, alles super. Und wirklich auch nur diese Inhaltsstoffe drin. Alles klar, auch super geeignet auf jeden Fall. Dieses Produkt 0,93, das heißt knapp 6 Gramm Salz. Viel mehr sollte man aber auch nicht essen. Und leider letzte Zutat Honig, je nachdem wie man es haben möchte, vegan nicht, Honig ja, nein. Ansonsten das Produkt ganz gut zu empfehlen. Wenn wir nochmal drauf schauen, ist auch Meersalz verwendet, ja, von daher auch keine Trennstoffe durch isoliertes Rieselhilfensalz, welches feine Risse in den Arterien verursacht, habe ich letztes Mal schon mal erklärt. Was ich als mega finde, die haben hier auch Bio-Kräuter, das heißt Bio-Schnittlauch, Kräutermischung, italienische Kräuter, Petersilie, alles am Start auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Doch noch ein veganes Rezept, Pilzrajout. Ragout mit Gerstenrisotto. Gersten leider auch glutenhaltig, von daher wird es für mich ausscheiden. Des Weiteren würde es für mich ausscheiden, weil wir hier Speisesalz drin haben. Das heißt Trennstoffe, die mikrofeine Risse in den Arterien verursachen. Für mich deshalb draußen. Ansonsten ist das Lebensmittel vegan. Ansonsten, ja, okay, ich sag mal so, weiß nicht, ausreichend Bewertung. Ich habe was sehr, sehr Interessantes gesehen. Und zwar Mikrowellenhülsenfrüchte, ja. Hier Gerste und Linsen, ja. Finde ich eigentlich eine coole Idee, muss ich wirklich sagen. Und hier sind wirklich nur, ja, Gerste, Linsenwasser, ein bisschen Olivenöl und leider Speisesalz. Ach Gott, ey, Leute, warum kriegt ihr das nicht hin, ey? Ja, wenn es Bio wäre und kein Speisesalz drin, dann definitiv besser, als wenn man sich irgendwas anderes irgendwo, einen Hotdog oder sowas holt, ne? Von daher an, ja. Das Ganze auch noch hier mit Quinoa und Bulgur. Leider Bulgur auch wieder glutenhaltig. Ja, sowas Quinoa Buchweizen oder sowas Quinoa Linsen wäre ganz gut. Da hätten wir schon was Gluten schon mal draußen, ne? Aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, dass es sowas hier auch gibt, wer Speisesalz nicht so wichtig ist, ja. Und Gluten auf Gluten scheißt. Ja. Also für mich keine Alternative, aber Flüssigkeit sein muss, dann gibt es auch was hier. Und zwar diese Variante ist mit Hafer-Cookies mit Vollmilch. Und dann gibt es aber auch die hier noch mit Zartbitter. Und die ist tatsächlich vegan. Da ist wirklich nichts drin, ja. Haferflocken und so weiter, aber auch natürlich Zucker und etwas 11% Weizenvollkornmehl, ja. Das heißt, enthält auf jeden Fall auch Gluten und Zucker. Das ist somit die ungünstigste Kombination, die man überhaupt nur seinem Darm antun kann, ja. Fördert Leaky Gut natürlich, das lässt den Candida wachsen und fördert Leaky Gut. Aber wenn es mal sein muss, dann wäre das wahrscheinlich die Alternative und sogar in Bio-Qualität. Maishaferwaffeln sehr hoch erhitzt, leider sehr viel Acrylamid, überhaupt nicht zu empfehlen auf jeden Fall, aber immer noch besser als das meiste, was man so machen kann. Ich würde Maiswaffeln über Reiswaffeln wählen, hat man ein bisschen weniger Arsen, weil gerade die Reiswaffeln haben doch relativ schlecht abgeschnitten dabei, ja, mit dem Arsengehalt. Ja. Ich finde mega, dass die hier Biolandware haben und die arbeiten nämlich mit Bioland zusammen. Und Bioland ist noch besser als Demeter, ja, ganz finde ich persönlich. Ich habe die Richtlinien mir alle angeguckt, von welchen wir auch unsere Saaten und so weiter bestellen, für bald unser Mahlzeitenersatzprodukt und so solche Sachen. Und Bioland ist wirklich der absolute Endgegner, finde ich, ja. Also die können auch komplett vegan, bei Demeter muss auch immer der Kuhmist wieder aufs Feld, das muss bei Bioland auf jeden Fall nicht. Und deswegen Bioland ist absolut, ja, mega Pluspunkt für Lidl. Dann gibt es diese Sachen hier noch, Knäckebrot, Hafer, Chia, ja. Natürlich viel Weizenvollkornmehl immer dabei, ja. Sehr viel Gluten, sehr hoch erhitzt, leider auch Acrylamid gefährdet, auf jeden Fall, wegen der Stärke. Von daher an, liegt sehr schwer im Magen, trotzdem Bio, ganz cool. Aber im Endeffekt für mich definitiv nicht geeignet. Auch wenn es auf Meersalz geachtet worden ist, Bio schon gut, aber sehr hoch erhitzt leider. Und sehr viel Weizen drin, von daher eher nicht so, liegt sehr schwer im Magen. So, hier haben wir zum Beispiel ganz gut Aufstriche in Bio-Qualität und vegan. Und auf Meersalz geachtet, also echt coole Zutaten, ja, Kurkuma, Knoblauchpulver und so weiter, Koriander, anderer Boxhornklee und solche Sachen, also ist wirklich solide, würde ich wirklich sagen. Sehr viel Fett natürlich, ja, wissen wir alle,
weil einer der ersten Zutaten ist Sonnenblumenöl, sehr schlechtes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis, aber mit Leinsamen-Cracker zum Beispiel sehr gut zu genießen. Sehr cool, 100% Kokoswasser aus der Kühlung, finde ich mega geil, ja, leider nicht in Bioqualität. Und auch Granatapfelsaft, ja, wer keinen Bock hat auf Schälen oder sonst was, leider nicht in Rohkostqualität, aber immerhin 100% Fruchtgehalt. Ihr wisst, wie ich dazu stehe, ne? Muss man abwägen. Also wenn Fruchtsaft, dann Granatapfelsaft, ja, wisst ihr, was ich meine, ne? Gesündeste Frucht der Welt, habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht, ja, aber auch nicht übertreiben damit, ne, reinigt ungemein die Gefäße. Alle Ersatzprodukte sind vegetarisch bis auf Tofu, ja. Ja, lieber Tempeh wählen, ja, oder Lupine oder sowas, ja, anstatt Tofu, aber wenn es sein muss, geht das sicherlich auch in Bioqualität. Ansonsten ist leider alles vegetarisch hier. Bulgursalat, leider Gluten pur. Ist ja Weizen von daher auch nicht zu empfehlen, ja, auch wenn er vegan ist, ja, finde ich, halte mich fern von Weizen, also gerade für euren Darm, der wird euch dankbar sein. Salate hier, sehen wir hier, Karotten und solche, leider Speisesalz drin, von daher an auch nicht die perfekte Empfehlung, aber ansonsten, naja, ihr wisst, was ich meine, ja. Dann sehen wir hier die 2.0-Version mit Meersalz und aus Glas, da hat sich jemand schon wirklich Gedanken gemacht, wie ihr seht, die Menschen denken langsam nach. Kokosblütenzucker, nein. Dann habe ich, gibt es hier Onkel Bens Sofortreis. Ja, dazu habe ich dann immer noch hier Kondome genommen, sonst rutscht es ja nicht, ne, runter. Sonst kriege ich es einfach nicht runter. Nee, also ist nicht so geil, weil ich finde, damit entfernen wir uns doch einfach von dem, oder? Immer ganz ehrlich. Dann alles schnell, 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 verstehe ich schon. Aber mal so ein bisschen aufwendig für warme Nahrung, ein bisschen Energie aufwenden, auch mal ein bisschen Zeit verwenden. Kann dann schon mal sein, finde ich. Wie kann es anders sein? Hülsenfrüchte in Bioqualität, richtig geil. Grüne und rote Linsen sogar. Ich finde die roten immer am besten, weil die haben am meisten Eiweiß, ja. Sehen wir hier, die werden sowas um die 27 Gramm Eiweiß. 23, hä? Die hat noch immer 27. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man die auch probieren, alle zu keimen, ja. Ich finde Hülsenfrüchte ganz nett, aber treiben schon sehr den Blutzuckerspiegel nach oben, trotz sie so viel Ballaststoffe haben. Deshalb würde ich sie immer keimen lassen, um freie Aminosäuren entstehen zu lassen, die den Blutzuckerspiegel regulieren. Kann man gerne versuchen hier bei denen, die haben sogar Bioqualität. Fände ich eine coole Sache auf jeden Fall. Kann auch noch gekeimte Sachen danach kochen, also, ne, das geht auch. Aber nur ganz kurz einmal aufkochen, dann reicht es ja schon. Ne? Schmeckt viel, viel besser, viel mehr Vitamine und viel verdaulicher. Und Chiasamen haben wir natürlich auch hier in Bioqualität, super cool. Und haben wir auch Quinoa, auch in Bioqualität. Richtig geil, kann man auch ankeimen lassen. Ein Tag reicht schon, danach kochen, viel verdaulicher. Und Chiasamen kann man mahlen und dann mit wilden Heidelbeeren zusammen essen. Wow. Super gut, da werden die Anthocyane viel, viel besser aufgenommen. Habe ich aber auch mal gezeigt, oder in der Insta-Story auf jeden Fall. Folgt mir auch auf Instagram. Ich glaube, ich bin soweit durch hier. Ja, hier gibt es noch Bio-Nudeln, aber gut, also von Weizen halte ich eh nichts. Von daher an scheiße ich aufs Bio. Jo, Leute, vergesst den Daumen nicht zu drücken auf jeden Fall.